Jo, herzlich willkommen hier, quasi First Take, First Strike. Los geht der Hype. Ja, hallo. Wir sind kurzsichtig, ja, und das trifft auf uns beide zu, ja, das trifft quasi auf den werten Mann, der neben mir sitzt, der unglaubliche, der incredible danke, Hannes. Danke. Ja, ich fühle mich geerdet. Ja, mein Name ist Basti, ja, kurz und knapp. Und kurzsichtig sind tatsächlich wir beide, weil wir Gestelle in unseren Gesichtern tragen und wir uns gerade versuchen an einem Podcast, das ist gerade irgendwie in und wir haben gedacht, vielleicht können wir auch auf den Zug aufspringen. Aber ein Stück vom Kuchen. Ein Stück vom Kuchen, aber Hannes, ganz ehrlich, also ja. Braucht die Welt einen Podcast mit uns beiden? Ich meine, also, das hätten wir uns vielleicht vorher fragen sollen. Also ich meine, uns kennt echt kein Schwein. Also so, wir haben wir haben noch nichts geleistet. Also ich meine, wir unterscheiden uns nicht mehr großartig voneinander. Also rein optisch. Ja? Ja. Also, dass man irgendwie uns auseinander, das geht irgendwie nicht. Ne? Also ich meine, ich sehe irgendwie aus wie eine schlechte Kopie von dir. So, ne? Oder vielleicht siehst du auch aus wie eine bessere, also es würde mir, also die Formulierung gefällt mir besser, dass du quasi wie eine bessere Kopie von mir aussiehst, weil ich bin ja der Ältere. Ja. Fühle mich geehrt. Ich bin auch froh tatsächlich, dass wir auf jeder Party, die wir bisher waren, dass meine Frau immer mit dem Richtigen nach Hause gegangen ist. Ganz ja, das stimmt. Aber nicht vertauscht. Aber sie kennt mich halt auch. Vielleicht liegt es daran. Ja, ja und was kann man zu uns noch sagen? Wir haben quasi die gleiche Ausbildung genossen. Also wir sind gleich gestartet und unsere Wege danach hätten vielleicht unterschiedlicher nicht sein können. Tatsächlich. Ja, also ich meine, du bist jetzt so ein erfolgreicher Schulleiter. Um Gottes Willen. Ja, du hast irgendwie ein Haus, du bist verheiratet, du hast ein Kind, ja, du hast irgendwie Auszubildende, die Bock auf ihren Beruf haben. Ja, manche davon. Ich sag jetzt mal die meisten. Und du bist noch nicht mal 30. So, ich bin Sozialpädagoge in einem Brennpunkt für Undankbarkeit. Und ich wohne in einer Zweiraumwohnung. Ja, ziemlich eingeengt, aber es geht. Ich bin Single. Ich habe wahrscheinlich Kinder, von denen ich noch nichts weiß. Oh, das kann dir passieren. Aber dann hätten die sich schon gemeldet. Was vom Amt. Ich hoffe nicht. Ja. Also, ich hoffe bitte nicht. Überweisen Sie hier. Ja, also. Erst wenn Sie irgendwie Ihre Ausbildung fertig haben, können Sie sich melden. Dann wäre es, wenn es teuer wird. Ja, genau. Verstehe. Und, ja, ich bin tatsächlich, also ich gehe auf die 32 zu. Hm. Das ist echt hart, aber das ist so, ne? Ja, aber ich meine, Basti, da kannst du auch nichts für. Nee, und warum nicht mal? Also ich, seitdem ich 30 bin, mache ich so ziemlich verrückte Sachen. So einfach, ne? Okay, zum Beispiel? Zum Beispiel mache ich mir keinen Stress mehr. Das ist gut. Also ich kann jetzt Sachen einfach besser aussitzen. Ja, ich kann, also wenn so Leute was von mir wollen, ja, so wie meine Mutter oder so, ja, die sagt, kannst du mir mal noch einen Einkauf erledigen? Ja. Deine Mutter hat aber eine tiefe Stimme. Also spricht die auch so? Ja, ja. Ja, also wenn sie sagt, Sebastian, kannst du mal noch einkaufen gehen und mir das Vitalbrot aus der Bioabteilung mitbringen? Dann warte ich meistens bis nächste Woche und dann hat sie es auch meistens vergessen und macht es selber. Ja. Das ist so clever von dir. Das ist clever. Ja, aber zurück zu unserem Podcast. Kurzsichtig. Also, ich meine, du hast mir vor einer Woche geschrieben, wir kennen uns schon ein Weilchen, und hast gesagt, ich bin jetzt Vater, ich habe ein bisschen was zu erzählen. So habe ich das gesagt? In meiner Vorstellung ist es okay. Auf jeden Fall schon. Ja. Ne? Und ich muss sagen, ich wusste vorher, was Podcasts sind. Ja. Ja, aber ich. Podcaste. Podcasts. Podcasten. Ganz einfach. Podcasten. Ein Podcast, zwei Podcasten. Ja, das macht Sinn. Und ich habe mir dann tatsächlich in dieser vergangenen Woche mehrere Podcasten angehört, genau, um mich da mal so ein bisschen reinzufühlen. Und dachte so, ja,
Also, was die können, das können wir noch lange nicht. Das können wir noch lange nicht und das braucht auch keiner, aber wir machen es trotzdem. Ja, genau. Ja, es ist tatsächlich Freitagabend, es ist irgendwie 20.48 Uhr und wir sitzen hier, kein Schwein kennt uns, wir wissen nicht, wie wir das rausschicken, ne? Ob das überhaupt jemand anhören wird, aber... Ich finde die Bezeichnung ergebnisoffen ganz gut. Ergebnisoffen. Genau. Also sozusagen die Methode ist klar. Hier, wir sitzen zu zweit und machen einen Podcast, aber es ist ergebnisoffen. Wir wissen nicht, was am Ende rauskommt. Ja. Und ja. Du hast dich gerade auch an der pädagogischen Rhetorik bedient, die wir in der Ausbildung hatten. Ja, definitiv. Ne? Also, manchmal kommt man da auch nicht raus. Ja. Tut mir leid, jetzt haben wir uns geoutet als Pädagogen. Ja, das ist, sorry, es lag vielleicht ein bisschen an mir. Was ich dann aber, gut, dass du das erwähnst, was ich vielleicht an dieser Stelle vorwegnehmen möchte, ist, dass wir bewusst diesen Podcast-Titel gewählt haben, kurzsichtig, um das vielleicht, also ich glaube, Podcast ist ja in gewisser Weise immer auch ein bisschen Therapie. Und dieser Podcast könnte sozusagen eine Möglichkeit sein, mal nicht pädagogisch zu wirken. Deswegen kurzsichtig. Ja. Also, weißt du, unreflektiert einfach so drauf los. Obwohl wir natürlich, also, obwohl wir sind voll reflektiert eigentlich. Definitiv. Also von der Zehenspitze bis zum Haaransatz. Wir sind quasi eigentlich auch durchreflektiert. Ja, es lohnt auch jetzt nicht mehr. Also wir haben alles einmal durchreflektiert. Das ist auch okay. Wir kennen uns jetzt auch von innen. So. Ja, Therapie fand ich auch gut. Ja. Wir sitzen gerade beide auf meiner Couch. Ja. Herzlich willkommen in meinen vier Wänden. Ja, aber schön hast du es hier. Ja. Oh. Danke. Sehr gern, sehr gern. Und deswegen ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, in diesen Podcast einzusteigen, sozusagen mit unserem Ziel. Und zwar, dass wir euch einfach ein bisschen was vorstellen. Wir haben ein paar Rubriken vorbereitet. Vier Stück sind es an der Zahl. Ja. Das wird sich sozusagen durch die Podcasts durchziehen. Aber du hast mir groß erzählt, du möchtest die Einleitung machen. Ich wollte dir jetzt nicht dazwischen grätschen. Ja, nee, hast du schon. Aber es ist, ich war auch fertig. Also, ich glaube, das reicht erstmal als Einleitung. Okay, cool. Dann schlage ich vor, starte ich mit der ersten Rubrik. Ja. Und zwar nennt die sich kurz informiert. Ich habe zwei aktuelle Sachen rausgesucht heute, die ich gerne mit dir und unseren Hörern teilen möchte. Und gleich am Anfang wird es gleich ein bisschen gesellschaftskritisch und es wird auch natürlich aktuell, das ist sozusagen ist ja der Sinn dieser der Rubrik, aber es wird auch ein bisschen gesellschaftskritisch, weil ich gerade heute einen Zeitungsartikel gelesen habe, dass sozusagen vor kurzem ein großer Unfall stattgefunden hat auf der A1-Höhe Dortmund. Und dann ist ja immer sozusagen die Frage auch seit, ich glaube im letzten Jahr war das auch nochmal akut, wie ist das mit der Rettungsgasse beispielsweise? Die Rettungsgasse. Und jetzt war es quasi soweit, in dem Artikel stand quasi, dass nochmal die Rettungskräfte, die natürlich dann zu dem Unfallort dann mussten, selbstverständlich, und dann helfen Polizei, Feuerwehr und so. Und teilweise sind die dann auf andere Verkehrsteilnehmer gestoßen, die sozusagen mit ihrem Smartphone dann Fotos gemacht haben und teilweise sogar die Rettungskräfte behindert haben, teilweise fast sogar selbst aufgrund ihrer, auf dieser Gafferei, möchte ich mal sagen, ich weiß nicht, ob das richtige Substantiv ist. Will jetzt nicht klischee-mäßig sein, aber war das so ein asiatischer Touribus irgendwie, der da so einen Zwischenstopp eingelegt hat? So typisch, Basti, du bist so kurzsichtig. Es können ja auch normale Leute sein. Es müssen ja nicht Asiaten sein. Ja, aber ja. Ganz normale Leute, so wie du und ich. Ja, es war jetzt so ein bisschen alltagsreif. Das war jetzt ein bisschen diskret, ja. Aber es, ja, gut. Genau, also ich weiß nicht, wer es war, wahrscheinlich ist es ethnisch übergreifend, dass diese aktuelle Gafferei sozusagen so zunimmt, dass natürlich, wie gesagt, gerade wenn es kritisch wird und wenn dann dementsprechend den entsprechenden Leuten, die dort helfen wollen, dass die das dann behindern. Teilweise haben die halt auch so Fotos gemacht mit ihrem Smartphones, dass dann neue Unfälle entstanden sind, aufgrund, wenn man natürlich, kannst du dir das vorstellen, wenn man auf dem Smartphone guckt und ein Foto macht. Ja. Das ist die erste aktuelle Sache, die ich heute gelesen habe und da möchte ich euch nicht nur informieren, sondern tatsächlich, deswegen habe ich gesagt, es wird ein bisschen gesellschaftskritisch, an dieser Stelle auch nochmal sagen, beachtet bitte weiterhin, dass dort auch Leute zu Schaden gekommen sind, denen natürlich schnellstmöglich helfen werden sollte. Und mit dieser Gafferei und mit den Fotos und mit Hilfe eures Smartphones ist da keinem geholfen.
Das ist aber auch wirklich ein Problem. Also es ist ja kein neues Problem, ne? Also gerade dieses Gaffen. Ja. Bei Unfällen so dieses, das vielleicht ist es auch einfach menschlich, ne? Kann ja mal jeder an sich denken, so wenn Unfall ist, egal wie brutal, wie niederschmetternd der ist und wer da alles beteiligt ist, man kann einfach nicht weggucken so. Ne? Und diese ganze Smartphone-Geschichte, so, die versteckt das einfach nur. Ne? Also es macht es ja auch einfacher, das irgendwie vielleicht festzuhalten. Du hast recht. Und natürlich gerade beim Autofahren, Smartphone und Autofahren ist ja auch ein großes Thema. Sozusagen statistisch steigen auch immer die Wahrscheinlichkeiten bzw. die Unfälle, die passieren, häufig aufgrund von Smartphone-Missbrauch quasi. Ja. Aber in diesen Sachen, gerade wenn ein Unfall passiert ist und wenn man natürlich als Bürger dazu angehalten ist, dementsprechend die Rettungsgasse zu bilden und die Leute, die dort helfen wollen, durchzulassen, ist es sozusagen eine Sache, da müssten wir uns selbst auch reflektieren, beziehungsweise deswegen auch der Appell sozusagen an euch, sich dort nicht mit einzureihen in diese Gafferei und das vielleicht so ein bisschen das, diese Gafferei beziehungsweise das Bedürfnis, was man da vielleicht, was auch vielleicht auch menschlich ist, dann so ein bisschen hinten anzustellen, weil es geht gerade da tatsächlich nicht um euch, sondern um die Leben, die dort eventuell gerettet werden, beziehungsweise die dort versorgt werden müssen. Ja, und ich fand auch ein ganz wichtiges Thema, was du gesagt hast, gerade Smartphone beim Autofahren, ja? Ja. Also, ich meine, da kannst du mehr drüber erzählen, Hannes, weil, also ich zum Beispiel, ich habe kein Auto, mir reicht die Bahn. Aber du, ich weiß nicht, du fährst jeden Tag irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden bist du unterwegs im Auto und ich glaube, du musstest dich auch ein bisschen unter Kontrolle bringen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Was so? Aber es ist auch verlockend. Es ist verlockend und es ist, glaube ich, mit vielen Sachen so, selbst wenn man schon lange als erwachsen gilt, trotzdem hat das Smartphone und die Möglichkeiten, die man dadurch einfach hat, durch die neuen digitalen Medien, einen gewissen Reiz und sprechen auch immer bestimmte menschliche Bedürfnisse an, wie du gesagt hast. Ja. Und dann ist man schnell eventuell mal dabei, habe ich gehört. Auch beim Autofahren mal vielleicht eine Serie zu gucken beziehungsweise mal das Smartphone zu nutzen und schnell mal eine WhatsApp zurückzuschreiben oder so. Tatsächlich, glaube ich, gibt es sehr, sehr wenige Dinge, die so einer schnellen Antwort bedürfen. Ja. Und es sozusagen gibt immer die Möglichkeit, wenn es relativ fix sein muss, dann tatsächlich entweder schnell mal anhalten oder tatsächlich die 10 Minuten einfach nochmal zu warten, bis man dann angehalten hat, geparkt hat. Dann ist nicht nur mir sozusagen beziehungsweise dem Autofahrer dann geholfen, sondern natürlich auch den anderen Verkehrsteilnehmern. Also mich interessiert ja jetzt natürlich, obwohl wir natürlich das kritisch betrachten müssen und dass das natürlich gar nicht geht, aber ich so als Serienjunkie, mich interessiert jetzt natürlich, welche Serie konnte auf diese Autofahrt nicht warten, dass du sie gekommen hast. Also warte mal, lass mich raten, das war bestimmt eine Netflix-Serie. Warte mal, ich muss überlegen. Nee, nein, nicht ausnahmslos. Nicht ausnahmslos. Ich habe, also bin aktuell dabei, quasi nicht unterwegs, sondern sozusagen zu Hause. Ja. Die Serie Dr. House nochmal, habe die quasi nochmal von vorne aufgerollt. Ja, okay. Ich habe sie noch nicht ganz geschaut, ich glaube, es sind mittlerweile 8 Folgen oder so. Aber ich habe nochmal von vorne begonnen und bin jetzt aktuell bei Staffel 6, aber zu dem Zeitpunkt, als ich mit Dr. House angefangen habe, war sozusagen mein Bedürfnis schon, beziehungsweise meine Ausreißer während der Teilnahme am Straßenverkehr, dort eine Serie zu schauen, schon vorbei. Ich glaube, die letzte Serie, die ich im Auto geschaut habe, war... ich glaube, es war Pastewka. Pastewka? Ja. Ja. Pastewka ist jetzt nicht jedermanns Ding, glaube ich. Also vielen, denen ich erzähle, du musst dir mal die Serie Pastewka angucken, total witzig. Die rollen dann eher mit den Augen. Ja. Weil es schon ein besonderer Humor ist, finde ich. Ja, auch in der deutschen Landschaft. Der hat auch immer ein paar gute Gäste dabei. So. Definitiv. Aber es macht es ja nicht einfacher, Basti. Nee, es macht es nicht. Es macht es nicht einfacher. Aber ich mag ihn auch. Ich mag ihn wirklich. Ich mag ihn seit der Wochenshow, mag ich Bastian Pastewka. Falls der uns vielleicht gerade zuhört, Bastian Pastewka, würden wir gerne zu diesem Podcast, sind gerne eingeladen. Genau, Alter. Sagt man du? Alter Fasten-Namensbro, sage ich mal. Genau. Richtig, da haben wir doch schon die Verbindung. Also das ist jetzt unser erster Versuch natürlich, aber falls das irgendwie publik wird. Es wird noch mehr geben vielleicht und falls du das irgendwann mal hören solltest, fühl dich herzlichst eingeladen.
Vielleicht haben wir auch mal Gäste und du wärst echt so ein Wunschgast. Definitiv, definitiv. Bastian Pastewka. Genau. Und eine zweite Sache, für kurz informiert habe ich noch mitgebracht, auch aktuelles. Und zwar gibt es den aktuellen... Ich habe noch eine ganz kurze Anekdote, und zwar zu dem Smartphone und Autofahren. Ich habe einen Kumpel, das ist, wir wollen jetzt keine Namen senden, aber es ist ein gemeinsamer Kumpel, du wirst gleich wissen, von wem ich spreche. Ich bin gespannt. Und der hat einen Bulli. Ne, der hat so einen alten Bundeswehr VW T4 Bulli. Ja. Ja, und wir haben schon echt so einige Strecken haben wir schon gerissen so, ne? Und der ist auch immer so ein so beim Fahren so Fummler so, und der hat eine Regel bei sich im Bus. Okay. Er hat gesagt, einer muss immer auf die Straße gucken und das muss nicht zwingend der Fahrer sein. Es muss nicht zwingend der Fahrer sein. Das finde ich aber in Ordnung, das ist eine clevere Lösung. Ja. Problem ist nur, dass ich häufig alleine fahre. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du alleine fährst, ist dein Scheiß. Dann ist das jetzt. Ich meine, vielleicht könnte ich mir so einen Wackeldackel vorne hinstellen. Ich weiß nicht, ob das zählt. Müssten wir unseren gemeinsamen Kumpel, dessen Namen hier nicht genannt wird, einfach nochmal fragen, ob das auch gilt. Und ich weiß auch nicht, ob der Wackeldackel sozusagen dann in der Lage ist, die aktuelle Straßensituation so einzuschätzen und mir dann auch rechtzeitig Bescheid zu geben. Vielleicht entwickeln die Japaner was in die Richtung. Ja. Also das könnte ich mir vorstellen. Ja, definitiv. Also ich glaube, dass da technisch was passiert. Um nochmal auf die Asiaten zurückzukommen. Das ist richtig. Das wäre meine anschließende Frage gewesen, warum das jetzt Japaner sein müssen. Aber ich glaube, ich habe verstanden, was du sagen willst. Das ist eine gute Regel. Ich nehme mir das zu Herzen. Ja, okay. Ja, mach das. Super. Also die zweite Sache für kurz informiert. Der aktuelle Professor an der Harvard University. Oh. Das ist Dr. Abraham Loeb. Der ist israelischer Forscher und wie gesagt gerade in dem Bereich der Astronomie, besonders Kosmologie in Harvard sozusagen, einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet. Und der hat vor kurzem herausgefunden, dass es eine Beobachtung gab mit den ganzen Mikroskopen, die Mikroskopen fürs Weltall? Diese großen. Teleskope. Teleskope. So nämlich. So, Maxiskop hätte ich jetzt gesagt, von wegen Mikro und Maxi. Oder Makro. Ja, genau. Tele finde ich gut, Teleskop. Und zwar haben sie dort irgendwas beobachten können. Und er hat gesagt, es ist die Sachen, die sie ausschließen können. Es war also kein Komet, die sie dort im Teleskop beobachten konnten. Aha. Und auch kein Asteroid. Das sind ja so die Sachen, die man relativ häufig hört. Es ist wie ein Asteroid an unserer Erde vorbeigeschrammt und so weiter. Wir sind knapp dem Tod entkommen. Das war es diesmal nicht. Und er hat sich sozusagen mit einem Artikel gemeinsam mit einem weiteren Professor aus der Harvard. Die Reste von Bruce Willis. Sorry. Im Sinne unserer Zuhörer, besser gesagt, gehe ich jetzt einfach nicht drauf weiter ein und erzähle meine Geschichte. Sorry, dass ich dich hier kein Problem. Und zwar hat er gesagt, es könnten durchaus, er hat nicht gesagt, dass es so ist, aber es könnten durchaus sozusagen Teile eines außerirdischen Raumschiffs sein, die wir dort gesehen haben. Nein! Also die Möglichkeit bestünde. Okay. Das hat er gesagt. Wie viel Hand und Finger hat das Ganze? Ja, es ist unterschiedlich. Also tatsächlich wird er von vielen Seiten auch aus anderen Wissenschaftlern aus dem Bereich kritisiert sozusagen, dass er jetzt diese Alien-Karte spielt, weil es ja auch ganz viele andere Sachen sein könnten, theoretisch. Mhm. Das konnten sie jetzt noch nicht herausfinden. Aber er hat sozusagen einen Artikel veröffentlicht, wo er quasi erzählt, warum es eben nicht Komet und nicht Asteroid sein kann, sondern es theoretisch auch, wie gesagt, ein Teil eines außerirdischen Raumschiffs sein könnte. Und so wie ich das verstanden habe, den Artikel, den ich gelesen habe, da war das sehr vorsichtig formuliert. Das heißt, wie gesagt, also er hat zwar dafür keine konkreten Beweise, aber es könnte theoretisch so sein. Und auf diesen Artikel hin habe ich einfach mal gegoogelt. Und zwar gibt es ja eine coole Geschichte beim Voyager 1 und Voyager 2. Das sind die zwei Sender, die 1977 in die Luft beziehungsweise in das Weltall geschossen wurden. Das sind so Sonden. Ja, ja, ich hörte. Und eine davon enthält, jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel schauen, Voyager Golden Records. Und die Voyager Golden Records, vielleicht hast du es schon mal gehört, das sind verschiedene Titel, die dort jetzt aufgrund dieser Sonde, mit dieser Sonde hochgeschossen wurden. Und diese Titel hört man jetzt oben im Weltall. Sinn dieser ganzen Geschichte ist, dass wenn es außerirdisches Leben gibt, die das hören, also das Signal empfangen
und dann diese Musik hören. In der Hoffnung sozusagen, dass wenn es außerirdisches Leben gibt, die entweder auf unsere Erde sozusagen auf die Position aufmerksam werden oder beziehungsweise eventuell Kommunikationsmöglichkeiten finden, um mit uns in Kontakt zu treten. Und ich habe mir angeschaut, was dort oben rumschwirrt. Basti, du wirst es nicht glauben. Ja, ich glaube es dir auch nicht, glaube ich. Aber ich erzähle es dir trotzdem. Ich lass mich überraschen. Okay, beispielsweise, also relativ klassisch sind so, natürlich schwirrt da oben ein Stück von Bach rum und Mozart und Beethoven und so weiter. Ja. Da gab es wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, irgendwie ein Gremium internationaler Musiker eventuell. Vielleicht hat der eine oder andere die auch ein bisschen Erfahrung von Musik. Ja. Und die haben sich auf diese Titel geeinigt. Auf der anderen Seite sind auch ganz viele ethnische Geschichten dabei. Das heißt, aus jedem Kontinent sind irgendwie Musikstücke dort unterwegs, beispielsweise von den Aborigines aus Australien oder irgendwelche Sachen aus Asiaten, aus Asia und so weiter. Aus Japan. Fällt mir gerade jemand ein. Wie nennst du jemanden, der überall, also auch im Internet, so jedes Abo mitnimmt? Weißt du, wie man ihn nennt? Abo Richie. Sorry, ich wollte nicht schon wieder mit meinem Abo Richie. Guck mal, da kommt Abo Richie. Hat ja schon wieder ganzen Hände voller Abo. Sorry. Ja, vielen Dank dafür. Und auf jeden Fall habe ich überlegt, Mensch, der einzig coole Song, den ich dort tatsächlich gesehen habe, ist, du wirst es nicht erraten, deswegen nehme ich es dir ab, Chuck Berry, Johnny B. Goode. Nein. Sozusagen dudelt seit 1977 dort oben im Weltall rum. Nein. In der Hoffnung, dass Außerirdische sozusagen dieses Signal empfangen und dann dort Chuck Berry mit Johnny B. Goode hören. Das ist ja großartig. Das ist völlig großartig. Das ist ja... Es ist völlig großartig, aber der Rest ist halt relativ, also wie gesagt, Klassik. Und es hat auch einen gewissen Reiz, ich kann das schon verstehen. Und lass mich raten, die haben jetzt eine Antwort geschickt, weil auf der Playlist, die sie gekriegt haben, war der letzte Song Johnny B. Goode, weil sie gedacht haben, der floppt vielleicht. Und jetzt haben sie das andere ist alles nicht angekommen, so vom Bach und so weiter. Ja. Aber als Johnny B. Goode kam, sagt, okay, jetzt müssen wir eine Antwort schicken. Also so stelle ich mir das vor. Ja, also, und so stelle ich mir auch Außerirdische vor. Ja. Definitiv. Ja. Warum sollte ich jetzt denken, Mensch, das ist ja irgendwie dramatisch, aber auch emotional und es toucht mich. Ja. Lass uns mal hier irgendwie das auf dem Radar da die Erde anpeilen. Ja. Kann ich nicht verstehen. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, wie gesagt, 1977 ist die Sonne dort hochgeschossen worden, oder die beiden Sonden, Voyager 1 und 2. Auf der anderen Seite, und dazu komme ich zu einer Frage abseits von unserer Rubrik, wenn du die Möglichkeit hättest, stellen wir uns mal vor, Angela Merkel ruft dich morgen an und sagt, hallo Basti. Und dann ruft die dich an und ich bin total davon überzeugt, dass die Hallo Basti sagt. Ja, natürlich, Angie und ich, wir sind einfach, ne? Ich gehe also davon aus, dass, wie gesagt, Angela Merkel sich bei dir meldet und dich auf jeden Fall duzt. Ja. Weil ich glaube, wenn ich dich so angucke, also ihr teilt euch ja auch einen Friseur, glaube ich. Habe ich es jetzt verraten? Vielleicht sollte das gar nicht. Aber genau aus diesem Grund habe ich ja meinen Friseur jetzt gewechselt. Okay. Du brauchst mal was Frisches, du brauchst was Neues. Ja, ich habe gesagt, ich brauche was Neues. So. Vielleicht, aber für den gleichen Preis, habe ich gesagt. Okay, gut. Ja. Ja, du willst also nicht den Preis der Bundeskanzlerin zahlen? Nee. Vielleicht legt die auch ganz anderes Trinkgeld auf den Tisch. Ja, ja. Also stell dir vor, Angela Merkel meldet sich bei dir und sagt, pass auf, Basti, wir haben hier irgendwie so ein geheimes Projekt, keiner darf davon wissen, aber wir schicken sozusagen neue Records, neue Titel ins All. Ja. Du dürftest dich jetzt entscheiden. Ja. Einen Titel darfst du bestimmen, der sozusagen ins All geschossen wird, der dann auf dieser entsprechenden Sonde dort läuft. Und falls es denn dort oben irgendwo außerirdisches Leben gibt, würden die diesen Song hören. Welcher wäre das? Also ich glaube, es wäre Tribute. Es wäre Tribute von Tenacious D, weil ich die unglaublich mag. Also die sind auch so schön abgefuckt. Ja, ich bin auch ein großer Fan von, wie heißt er? Jack Black. Jack Black, so heißt er. Jetzt komme ich nicht mehr auf seinen Namen, das ist eine Schande über mich. So. Ne? Und der andere. Es ist ja mal bei Tenacious D, es ist ja immer Jack Black und der andere. Ja, genau, der andere. Genau, der hat vielleicht gar keinen Namen. Das ist einfach nur. Der hat einen Namen. Ja. Ja.
Der heißt, und an den tatsächlich erinnere ich mich, also Schande über mein Haupt, ja, dass ich nicht auf Jack Black war, aber sein Kollege heißt Kyle Gass. Siehste. Kyle Gass hat auch eine eigene Band und Kyle Gass war auch schon in Rostock, ja, also das haben wir noch nicht gesagt, ja, wir befinden uns gerade in Rostock. Das ist, da gehen wir immer von aus, das wollen wir nicht erklären. Ja, gut. Ja, und das hört man wahrscheinlich auch in unserem Das wollen wir nicht erklären, habe ich ja gerade gesagt. Erklären. Und alle wissen Bescheid. Ja, und nee, das tut jetzt nicht zur Sache, aber ich würde tatsächlich Tribute von Tenacious D würde ich hochschicken lassen. So, das ist, okay, ne, das ist so eine schöne Hommage an alle Songs, so, weil sie ja selbst sagen, this is not the greatest song in the world now. Ja, ja, so, ja, okay. Und ich glaube, dann, wenn die Aliens das hören, dann denken die, ach krass, ich möchte aber den fucking greatest song in the world möchte ich hören. Und dann nehme ich vielleicht mal Kontakt mit der Erde auf. Das ist cool. Weißt du? Das ist cool. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ja. Ja. Und obwohl du es nicht formuliert hast, gehe ich einfach davon aus, dass du auch wissen möchtest, welchen Song der nicht hochschicken würde. Ja. Also das habe ich jetzt zwischen den Zeilen nochmal rausgelesen. Das hast du sehr gut gelesen. Ich habe immer so mit den Augen geklappert. Ne? Ja, ja, genau. Das könnt ihr ja nicht hören. So, meine Augen klappern ziemlich leise. Genau. Und zwar habe ich mir auch relativ lange darüber Gedanken gemacht. Es waren ungefähr so 5 Minuten, glaube ich. Und ich kam darauf, ich würde gerne tatsächlich, ich fühle mich repräsentiert von Ozzy Osbourne. Ja. Und würde gern einen Song von Black Sabbath da hochschicken. Ja, ich kann mir denken. Und zwar aber der Titel, jetzt kommt's. Okay. Es ist kein Klassiker, jetzt nicht Paranoid, Warpigs oder NIB oder so, sondern ich würde tatsächlich den gleichnamigen Titel, also ebenfalls Black Sabbath, hochschicken. Man muss sich darauf einlassen. Ja. Du weißt es ja vielleicht, ich mag so Songs, die sich irgendwie aufbauen und die so eine, die ein retardierendes Moment haben. Oh, jetzt mal ein bisschen hier mit, um ein bisschen mit Wörtern um mich zu schmeißen. Und Black Sabbath ist tatsächlich der Titel einer, so wie ich mir die Außerirdischen vorstelle, würden die voll drauf abgehen. Ja. Ja, ja, das glaube ich. Und aufgrund dieses einen Titels mit uns Kontakt aufnehmen und dann sagen, Mensch, was ist mit diesem Osbourne? Lebt er noch? Gute Frage, ich weiß es selber. Kaut der immer noch Ledermäuse? Ja, genau. Wie sieht's aus und so? Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. Doch, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Bin ich voll bei dir. Sehr schön. Bro. Soweit ist es schon. Okay, cool. Ich glaube, dann können wir zur nächsten Kategorie übergehen. Kurz vorgestellt und du hast was vorbereitet. Kurz, ja. Also, naja, ich hätte, ja, wir können ja weitermachen. Ich könnte aber auch noch ein bisschen, also ich habe ja angeboten, vielleicht wolltest du das jetzt übergehen. Wir hatten ja eben kurz informiert und ich könnte kurz über meinen Beruf informieren. Ach so, natürlich, völlig richtig. Ja, also, ich wollte dir nicht über den Mund fahren. Ja. Entschuldige bitte. Ja, okay. Nee, du sitzt ja noch, alles gut. So, also pass auf, ne, ich habe gesagt, ich bin Sozialpädagoge, ne, und ich arbeite so mit Jugendlichen, ne, und Jugendliche sind echt, also die sind schon cool, also sie sind auch krass, so. Cool und krass. Cool und krass, auch manchmal auch krass negativ. K und K. Aber die sind ja, K, das sind die K-Jugendlichen, so. Genau. Und die sind ja... Also, wenn ich mich so an meine Jugendzeit zurückerinnere, ich war so super introvertiert und überhaupt nicht schlagfertig. Mhm. Aber die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, die sind das, ja. Und man hat so kleine Erfolgsmomente. Ja. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich, ich sehe die ja jeden Tag irgendwie, aber ich sehe die vielleicht auch mal privat, also... Ja, weil... Verstehe, außerhalb der Arbeitszeit. Ja, also nicht verabredet, sondern Zufall, ne, beim Einkaufen oder so. Verstehe. Und ich sag mir immer, das ist ganz cool, wenn die dich grüßen. So, ja. Ne? Also wenn die sich an dich erinnern, das zeigt so ein bisschen Respekt und so. Ja, ne? Als, da hast du wenn recht. Die jetzt sich gleich wegdrehen und so. Ja. Meine Jugendlichen grüßen mich, ja, also sagen dann, hey, Sebastian... Ne? Und dann freue ich mich immer und dann kommen sie aber näher und sagen sowas wie, ach so, ich krieg noch 10 Euro von dir. Ach so. Und ich bin dann auch wieder so wie früher überhaupt nicht schlagfertig und frage einfach, wieso. Und das war eine schöne Einleitung, weil die sagen dann sowas wie, naja, glaubst du denn, ich habe deine Mutter für umsonst geknallt? So. Und das Coole ist, die brauchen das nicht üben, weißt du? Die brauchen das nicht üben. Die sind in einem Alter, da kommt das einfach. Ja, da kommt das einfach. Wie aus der Pistole geschossen. Die machen nur solche Sprüche so. Und da kannst du auch wirklich viel lernen. So. Das bringt mir wirklich ganz viel, so, auch wenn ich immer zurückstecken muss. Ja, verstehe. Meine Kollegin hat letztens auch die Erfahrung gemacht. Ja. Und die wollte so, die ist immer so ein bisschen sportlich aktiv.
aktiv und hat gedacht, oh, ich mache jetzt mal ein Sportangebot im Jugendtreff. Also das ist ja ein Kinder- und Jugendtreff. Und dann hat sie die Kinder gefragt und die sind ja immer schnell Feuer und Flamme, wenn es um irgendwas geht. Mhm. Du kannst denen auch irgendwas anbieten. Du kannst sagen, ey, komm, wir machen jetzt mal Extreme-Stühle hochstellen oder so. Ne? Stühle hochstelling. Extreme-Stühle hochstelling. Ja, genau, das muss ja Englisch bleiben. Ja, genau. Das ist ganz schön kurzsichtig, aber... Ja, da hast du recht. Aber ja, auf jeden Fall hat sie dann die Jugendlichen auch gefragt und da war eine Jugendliche dabei, die war so 15 so und die ist eine ganz schöne Röhre so, ne? Und die sagt, ich will jetzt keinen Namen nennen, ich sag jetzt mal Chantal, sie hat gesagt, ey Chantal, wir machen jetzt Sport, so willst du auch mitmachen? Und sie guckt sie an und sagt so, echt jetzt? Sehe ich so aus, als ob ich Sport machen würde? Also völlig selbstreflektiert auch knallt sie hier. Was man denen ja vorwirft, dass sie es nicht seien. Ja, aber sind die absolut. Also die haben quasi schneller mit der Selbstreflexion angefangen als wir, glaube ich. Wir brauchen dazu eine Ausbildung. Definitiv. Und wir brauchen Leitfaden, das funktioniert so und so. Genau. Ja. Genau. Die können das von sich aus. Die können das so. Also ja, ich mag meinen Job. So, ja. Das, ich wollte gerade sagen, und alle reiten auf den Jugendlichen rum, aber das mache ich nicht. Also aufgrund der möglichen Doppelbedeutung. Nee, es ist eher umgekehrt, die Jugendlichen reiten auf dir rum. Okay. Nein, also es ist ein komisches Bild jetzt, aber... Aber so ist es ja. So ist es ja. Schön kurzsichtig. Ja, ich kann, wenn wir noch weitere Folgen machen, kann ich noch mehr über meinen Job erzählen. Sehr aber, gerne, sehr aber, gerne. Aber das, deswegen kurz informiert jetzt nur mal so. Das erheitert. In kleine Momente aus meinem Alltag. Super. Okay, so. Dann entschuldige bitte die vorzeitige Anmoderierung unserer nächsten Kategorie. Ja, wir sind die Anfänger. Aber es haben alle mal angefangen, hat meine Mutti schon gesagt. Ja, es haben alle mal irgendwann angefangen. Haben alle mal Aachen. haben alle mal angefangen. Alle Male. Aquamaler. Spiel gut. Ja, so. Genau. Ja, ich muss sie wieder. Ja. Kurz vorgestellt. Kurz vorgestellt. Ist die nächste Kategorie und es geht quasi darum, dass wir euch, liebe Zuhörer, irgendwas, wie es der Name schon verrät, irgendwas vorstellen, was wir für sinnvoll oder tatsächlich auch nicht für sinnvoll erachten. Ja. Aber ich glaube, du hast heute ein sehr, sehr positives Beispiel mitgebracht. Ich brenne schon die ganze Zeit drauf tatsächlich, weil, also man muss dazu sagen... Dann lass uns daran teilhaben. Hannes, du weißt das, ich bin seit einigen Jahren, also ich will jetzt nicht sagen, seitdem ich 30 bin, es hat ein bisschen vorher angefangen, spiele ich so mit einigen Leuten absolut nerdige Spiele. Okay. So richtig so Fantasy-Zeugs, wo du auch 4-5 Stunden an einem Spiel hockst und so. Aber da sind auch so ein paar Klassiker dabei. Und diesen Klassiker, den ich jetzt benennen werde, den könnten wahrscheinlich einige kennen. Es ist ein Kartenspiel, so klassisches Deck-Kartenspiel. Ja. Und zwar ist die Rede von Munchkin. Munchkin, ja. Also Munchkin, wer das nicht kennt, ist so eine Art Kartenrollenspiel. Du begibst dich in verschiedene Charaktere, kannst sie zwischendurch auch wechseln. Und du baust dir so Ausrüstung zusammen. Ja. Ja, und du musst dann gegen irgendwelche Monster kämpfen. Und es geht darum, also immer wenn du Monster besiegst, steigst du eine Stufe auf. Du startest mit Stufe 1 und es hat der gewonnen, der als erstes Stufe 10 erreicht. Ne? Das habe ich verstanden. So, und dann hast du, da gibt es auch so Flüche und sowas und andere witzige Karten. Und die haben tatsächlich auch wirklich coole Zeichner. Also die sind so ein bisschen... kindlich gestaltet, ja, aber auch die Monster so, ne, da kämpfst du dann mal gegen den, keine Ahnung, den Steuerfahnder oder so. Ah ja, okay, ja, verstehe. Und so. Ja. Und das ist echt witzig und ich hatte letztens erst, hatte ich eine Runde mit ein paar Kumpels, das waren so 5 Männer und es war auch eine Frau dabei, so. Aha. Und die kannte das Spiel noch nicht. Aha. Und die... Weiß ich nicht, ich glaube, die wollte sich einfach nur abschießen an dem Tag. Okay. Aber die hatte nicht so richtig Interesse an dem Spiel. Und da mussten wir sie ein bisschen bei Laune halten. Das heißt, eigentlich ging es irgendwann nur darum, so schnell wie möglich das Spiel zu beenden, um was anderes zu spielen, was ihr vielleicht besser gefällt. Ja. Aber du hast im Grunde genommen das gemacht, was du ja auch tagtäglich in deiner sozialpädagogischen Arbeit machst vielleicht. Andere Leute motivieren. So. Ja, ich habe sie versucht, immer wieder zu motivieren. Ja. Aber man muss dazu sagen... Ich war da ja privat. Verstehe. Und privat mittlerweile, weil ich wirklich viel so
Zeugs spiele. Ja. Ja, bestimmt ein, zwei Mal die Woche mit irgendwelchen Leuten. Ist es jetzt auch so, dass mein Spieler-Ego sich so ein bisschen aufgepusht hat und ich auch echt zocken möchte. Also ich möchte auch wenn ich jemand anders gewinnen lassen kann, dann möchte ich das nicht. Ja, du bist einfach angefixt. Ja, ich bin du willst das jetzt über die Bühne bringen und du willst auch derjenige sein, der am Ende noch am Tisch sitzt. Und ich hatte eine richtig krasse Waffe. Ich hatte einen Charakter, ich war so Echsenmensch. Echsenmensch, kann man das spielen? Echsenmensch. Okay. Und ich hatte als Echsenmensch eine Waffe, einen Speer. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Speer hieß. Ja. Wahrscheinlich Speer der Unverträglichkeit oder so. Keine Ahnung. Okay. Und so eine Waffen haben immer so Boni. Ja, das ist dein Kampfboni, der dazukommt auf deine Stufe. Und das Monster hat auch eine Stufe. Und dieser Speer hatte aber diese besondere Eigenschaft, dass er sagt, wenn Hase... Also das Wort Hase oder das Wort Kaninchen im Namen des Monsters auftaucht. Ja, dass du bekämpfen musst. Dass ich bekämpfen muss, dann macht er die auf jeden Fall platt. Dann ist es egal, ob das Monster stärker ist oder nicht, dann macht er die auf jeden Fall platt. Das verstehe ich. So. Ja. Nun war es so, dass bei Munchkin ist es so, dass du, wenn du gegen ein Monster kämpfst, auch nach andere um Hilfe fragen kannst. Mhm. Ja. Weil du es alleine nicht schaffst, musst dann irgendwie Schätze dafür anbieten, die es dann immer als Belohnung gibt, wenn du das Monster besiegst. Ne? Und ein Kollege, der musste gegen Monster kämpfen und ich sag, pass auf, ich könnte mich anbieten. So, ne? Meine Angriffspunkte hätten vielleicht ausgereicht, aber ich wollte unbedingt die hätten nicht ausgereicht, deswegen habe ich gesagt, pass auf, ich habe so einen coolen Speer und wenn da ein Hase oder Kaninchen auftaucht, dann können wir das machen. Ne? Es gibt also so Karten wie die Häsen von Babylon. Ah, ja? Ja. So, und nun war das aber so ein Monster, das hieß irgendwie fleischfressendes St. Augustin-Gras. So, da hört man jetzt erstmal keinen Hase und schon gar kein Kaninchen raus. So, dann habe ich gesagt, pass auf, du bist ja derjenige, dem das Spiel gehört. Ja. So, und die goldene Regel bei Munchkin sagt, dass wenn du dir unsicher bist, hat der Spielbesitzer das letzte Wort. Okay. Genau, und ich habe gesagt, pass auf. Der hat die Macht. Pass auf, wenn ich dir jetzt helfen soll, dann suche ich mir aus fleischfressendes St. Augustin-Gras einfach mal die Buchstaben H, A, S und E raus, weil dann kommt auch Hase zustande. So. Ja. Und da ist er drauf eingegangen und seitdem war das in dem Spiel so. Und ich war halt mit dem Speer einfach mal der Obermacker, weil ich mir ständig irgendwie Buchstaben rausgesucht habe. So. Du hast also mit Hilfe der goldenen Regel, wie du es genannt hast, hast du das Spiel dann gerockt. Und du hast gewonnen? Nein, ich hätte fast gewonnen. Also ich habe das Spiel, ich habe gesagt, es ging darum, eigentlich wollten wir schnell fertig werden, um das Mädel bei Laune zu halten. Ja. Aber ich hatte halt noch so viel Spaß, weil ich war ja auch Echsenmensch. Als Echsenmensch hat man nun mal Spaß. Pass auf, weil Echsenmensch hat eine besondere Fähigkeit, wenn du, wenn die anderen Monster bekämpfen, dann kannst du die auch ärgern und die nicht gewinnen lassen. Gerade wenn es so um die letzte Stufe geht und kannst so Monsterverstärker reinhauen, so mit plus 5, plus 10 oder plus 3 gibt es auch. Ja. Und als Echsenmensch habe ich die Fähigkeit, dass ich das, was ich reinwerfe, automatisch verdoppelt. Und ich hatte ganz viel von diesem Scheiß. Und ich habe es in jeder Runde gemacht. Das Spiel wäre schon längst vorbei gewesen. Gut, ich habe dann trotzdem nicht gewonnen. Aber weißt du, das war so ein bisschen Spielerehre. Das verstehe ich. Ich hoffe, die Zuschauer konnten sich so ein bisschen reindenken in dieses Spiel. Ja? Mhm. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil es auch ganz viele Decks gibt, die man sich kaufen kann. Ne? Ja. Die Starterdecks sind so Wikinger-mäßig und es gibt auch welche mit Ninjas und Vampiren oder mit den, mit Marvel-Charakteren und Piraten und was es nicht alles gibt. So, ne? Also, und die kann man auch mischen und das macht Spaß so. Das macht Spaß, das macht Laune, da hat man, wer hat noch nicht, wer will noch mal. So. Aber als du gerade sagtest, ihr müsst dann sozusagen gegen Hasen und Kaninchen ankämpfen und so. Ja. Ich glaube, an dieser Stelle eine Warnung sei angebracht. Mhm. Vielleicht ist das nichts für Greenpeace-Anhänger. Ich weiß nicht, was sagen die dazu? Was sagen die zu Munchkin? Ich weiß nicht, ich hab noch kein Feedback von Greenpeace tatsächlich über Munchkin gelesen, aber... Das sind die Leute, die immer in der Stadt stehen, weißt du? Also die habt ihr mal kurz irgendwie 5 Minuten und irgendwo verreckt wieder ein Wal und so, unterschreibt doch bitte hier und schon geht's dem Wal besser. Ich denke, weiß ich nicht, geh weg, du riechst. Ja, dann, nee. Also, nee, ich kann die auch nicht, nee, wüsste ich nicht. Also, ich kann mir vorstellen, dass die sich vielleicht eher das Material der Spielkarten angucken. Mhm. So, ob das biologisch abbaubar? Ja, genau. So. Hm.
ist das irgendwie aus tierischen Materialien. Genau. Oder, okay, das kann ich verstehen, ja. Also für alle anderen ist das vielleicht was. Ja. Aber für Greenpeace-Anhänger nicht. Vielleicht nicht, okay. So, ich weiß es nicht. Das klingt gut, ich kann mich auch erinnern, wir haben das auch mal gespielt, ja. Aber ich weiß ich nicht, ich bin immer so, wenn ich ein Spiel verliere, dann habe ich da auch keine Lust mehr drauf. Ja, aber ich habe tatsächlich, davon lasse ich mich nicht mehr zurück. Ich war, also, ich war auch nie ein schlechter Verlierer. Ja. So, mit mir war da immer gut Kirschen essen, so. Ne? Wie man so schön sagt. Ja, aber mittlerweile habe ich auch Bock. Also auch wenn ich verliere, so, da hatte ich gestern die Erfahrung gemacht. Ich wieder sage mal das ziemlich oft. Ja. Und ein Spiel gespielt, relativ neu, hat einen Kumpel bekommen und das habe ich gestern das zweite Mal gespielt und beim ersten Mal war noch so ein bisschen reinkommen und so. Ich habe natürlich verloren, wir haben zu dritt gespielt. So, und gestern auch wieder zu dritt. Und da wusste ich schon, wie der Hase läuft. Wie der Hase, wie der Hase läuft. Das Kaninchen, so. Sondern der Hase. Dann habe ich gewonnen. So. Ja, das verstehe ich. Cool. Ja. Das, und dann bist du zufrieden, bist du dann schön nach Hause und dann ins Bett. Welt war in Ordnung. Die Welt war in Ordnung, obwohl ich noch Fahrrad fahren musste. Ja. Nachts um eins oder so. Ja, Mensch, das war schon dunkel auf jeden Fall. Das war schon... Ja. Aber wenigstens hast du auf dem Nachhauseweg keine Fotos gemacht von irgendwelchen Unfällen. Nee. Ich habe auch keinen verursacht. Und keine Serie geguckt. Und keine Serie, aber ich glaube, ich habe einen Podcast gehört. Schön. Sozusagen als Vorbereitung auf heute. Genau. Sehr das schön. War meine kurze Vorbereitung für heute. Und kurz vorgestellt, geht jetzt weiter? Mit mir? Hast du was? Ich habe nichts vorbereitet. Okay. Ja. Das schneiden wir raus. Also diese Überleitung. Schneiden wir einfach raus, weil ich kann nichts. Also ich wüsste jetzt spontan nichts, was ich Also nein. Also ich kann schon was, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Und dich vielleicht kurz vorzustellen. Ich stelle mich also vor. Also ich finde, du kannst sehr viel und ich finde, du hast halt schon sehr mit deinem Faktenwissen, was du dir vielleicht auch kurzerhand angeeignet hast, weil du dich gut vorbereitet hast. Ich habe das gleich zusammengezogen. Ja. Ich habe gehofft, du siehst es, aber ich muss dich jetzt extra nochmal darauf vorbereiten, also sozusagen darauf hinweisen, kurz informiert und kurz vorgestellt, habe ich einfach intelligent und das so krass spontan, wie ich bin, habe ich das zusammengefasst. Man merkt, dass du eine gewisse Intelligenz hast. Also, definitiv. Das spreche ich mir auch nicht ab. Dass du kognitiv auf jeden Fall echt, du bist schon, also wie dieses Schulleiter-Ding, was du ja vor deinem 30. Geburtstag erreicht, also du bist echt auf der Überholspur, ne? Zu Recht. Du bist nicht du bist nicht in der Rettungsgasse, du bist echt auf der Überholspur. Ich bin auf der Überholspur. Und so, ich finde gut, dass du dabei bist. Also ich finde, weil ich glaube, ich werde damit nicht so glänzen können. Okay. Wenn wir noch einen Podcast machen können. Also ich glaube... Meinst du? Ich glaube, ich werde immer so mit so gefährlichen 5:12 Wissen agieren können. So ein bisschen kurzsichtig. Aber das reicht ja vielleicht auch. Ein bisschen kurzsichtig. Vielleicht ist das so, was du am Anfang angesprochen hast, vielleicht ist das so ein bisschen so, was man Hundebesitzern nachsagt. dass sie sich so annähern. Ja. Vielleicht kennen wir uns einfach zu lange, Basti. Ja. Vielleicht ist das so, dass wir in den gleichen Brillenladen gehen, beispielsweise, und uns eine kurzsichtige Brille holen. Oder dass wir zu ähnlichen Friseuren gehen, beispielsweise. Gemeinsam mit Angela natürlich, aber dass das irgendwie so... Vielleicht ist das so wie mit dem Hundebesitzer. Vielleicht ist das... Fragt sich nur, wer ist. Das ist tatsächlich auch eine gute Überleitung. Ich weiß nicht, ob du das gerade... Also, weil das ist tatsächlich nicht abgesprochen. Das ist tatsächlich eine gute Überleitung, weil wir kommen jetzt zur Kategorie kurz gespielt. Fantastisch. Wir haben gesagt, also du hast mir gesagt, du würdest gerne ein bisschen Mucke mit reinhaben. Sehr gerne. Und wir sind ja nicht so unmusikalisch. Also nur kurz gesagt, wir haben auch schon mal in einer Band gespielt. Und ich habe mir gedacht, so als du gesagt hast, ey, komm, ein bisschen was Musikalisches irgendwie mit reinwerfen. Und tatsächlich gestern, als ich beim Duschen war, also beim Duschen fallen mir immer die kuriosesten Sachen ein. Sind mir ein paar Zeilen eingefallen und ich weiß nicht, es ist jetzt wirklich eine Uraufführung. Ich würde jetzt was spielen, es ist echt kurz. Aber wie gesagt, das mit dem Hund war eine gute Überleitung. Ja. Weil ich finde, wenn wir Sachen spielen, also vielleicht können wir da auch einen Running Gag draus machen. Ja. Das musst du entscheiden. Wenn man über Sachen singt, die man selbst gern wäre. Verstehe. Weißt du? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja. Ich wär so gern ein Hund, und dafür gibt's nur einen Grund.
Denn er kommt dann und wann, woran? Ich wünschte, ich wär ein Mann, der das auch kann. Der das auch kann. Ja, also. Ja, cool, das, geil, also vielen so, Dank dafür. Ja, gerne. Verrückt, gerne. Wann fällt dir sowas ein? Unter der Dusche hast du unter der Dusche habe ich. Ja, einfach so beim Haare schabonieren, ja, kommt genau, dir das irgendwie so. Dann denkt man, da hab ich jetzt gern einen Hund? Da habe ich gerade richtig kalt geduscht, als mir das eingefallen ist. Mhm. Und dann musste ich auf warm stellen, weil es war dann einfach, es sollte sich auch gut anfühlen. Ja. Ja. Das sagt man ja auch so, das ist vielleicht total das Klischee, aber man sagt ja auch so, richtige Männer, die duschen dann kalt. Ja. Weißt du, am besten morgens gleich so nach dem Aufstehen und gleich minus 2 Grad aus der Dusche kommen nur so Eiswürfel. Und dann, daran siehst du sozusagen, wie hart man ist. Da falle ich raus. Das möchte ich nicht. Ja, duschst du morgens? Ich dusche überhaupt nicht. Ich warte also, so lange, bis er direkt krustet. Ich muss und dann kann man ihn einfach so dann kannst du entweder rausgehen, wenn es kalt ist, dann fällt es an sich ab, ja, oder du nimmst halt ein hartes Handtuch. Ja. Also Hannes, ich muss dir gerade ein Kompliment machen, weil das riecht man dir nicht an. Das riecht man dir nicht an. Da macht man nur so Deo einfach drauf und so drei Spritzer. Ja, schöne Trackerdusche. Genau, richtig. Ja. Und dann hast du es. Nö, das habe ich mir abgeschworen. Also es ist ja auch, das wird ja auch immer teurer, das Wasser. Ja, ich glaube, Greenpeace findet das auch nicht gut. Nee, eben. Ja. Siehst du? Also so gegen Hasen und Kaninchen kämpfen ist eine Sache. Aber tatsächlich so Wasser verschwenden, nur damit man gut riecht für den anderen. Das ist schon over the top auf jeden Fall. Ich weiß, glaube ich, die meisten Menschen, das ist jetzt wieder so gefährliches 5 vor 12 Wissen, aber ich glaube... Dann passt das genau hier hin. Ich glaube, die meisten Menschen duschen morgens. Ja. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin tatsächlich ein ganz, ganz krasser Abendsduscher. Das ist wirklich mein Ritual abends. Ja. Egal, was ich gemacht habe, ob ich irgendwie von Arbeit komme und ins Bett gehe oder ob ich Spielabend hatte und ins Bett gehe oder ob ich mich Weil du wieder mal verloren hast. Weil ich wieder mal verloren habe und dann aber beim nächsten Mal gewonnen. Oder ob ich richtig hart saufen war. Also, dann gehst du abends einfach halt duschen. Ja, also die meisten lassen sich einfach so ins Bett fallen. Ich gehe duschen. Ich krieg das hin. Egal wie voll ich bin, ich gehe noch duschen. Das ist ja eine richtige Kompetenz. Das ist nicht. Wenn es jetzt noch, stell dir vor, es gäbe noch so eine Art Freundebücher, die man damals in der Grundschule hatte. Ja. Dann würdest du sozusagen da reinschreiben, was kannst du gut. Ja. Ne, da war ja immer so Lieblingsessen, Spaghetti Bolognese und so. Ja, das war tatsächlich auch mein Lieblingsessen. Genau. Und dann würdest du reinschreiben, was kann ich gut. Und dann würdest du sagen, egal wie hart ich bin, ich schaffe es abends immer noch zu duschen. Genau, das hätte ich auch in der 6. Klasse reingeschrieben. Egal wie hart ich bin. Genau, weil da ging das los. Ja, da ging das los tatsächlich. Ja. Ab da ging es bergab. Ja, das verstehe ich. Nee, also ich dusche allgemein sehr wenig, also tatsächlich. Ich bade viel. Du badest viel? Ich bade viel. Also ich habe ja auch eine Badewanne, die wo man auch gleichzeitig duschen kann. Also es ist so auch mit Duschrollo, das ist krass. Das ist, tatsächlich, zwei in eins quasi. Zwei in eins tatsächlich, wirklich Luxus auch in dieser kleinen Zweiraumwohnung. Aber ich bade recht wenig. Also ich bade vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Ich genieße das. Ja, ich finde das eigentlich auch. Also ich finde aber die Vorstellung viel geiler, als es dann zu machen, weil ich bin dann drin und ich glaube, ich mache es mir immer zu heiß. Das kenne ich. Und dann ist mir zu heiß und dann fange ich an irgendwie zu schwitzen. Ich stelle mir ja dann auch irgendwie einen Laptop irgendwo ins Bad und dann, dann gucke ich irgendeine Serie oder irgendeinen Scheiß und dann so nach 10 Minuten habe ich schon, denke ich, oh, eigentlich wolltest du jetzt mindestens 20 Minuten drin hocken, aber ich komme gerade mal so. Es ist einfach zu heiß. Es war zu heiß. Es ist zu heiß. Ja. Du kommst da raus wie krebsrot. Ja. Krebsrot? Ja. Das, ja. Und man das denkt, schwierig. Man hat wurde gerade irgendwie frisch verstrahlt, weil man selbst noch qualmt. So, du bist rot und qualmst selbst noch wie so ein radioactive Opfer. Ja. So, aber. Das ist nicht schön. Nee. Das ist nicht schön. Das ist tatsächlich nicht schön. Nee. Aber gut. Da gibt es wahrscheinlich so eine optimale Badetemperatur. Ich habe sie noch nicht rausgefunden, aber... Nee, also man muss es mit seiner abstimmen. Wahrscheinlich ist das aber auch tagesformabhängig und tatsächlich auch noch jahreszeitlich bedingt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, da hast du recht. Ja. Da bin ich voll bei dir. Also ich wüsste nicht, warum ich mich im Hochsommer in eine heiße Wanne packen sollte. Ja.
Da hast du recht. Wenn sie nicht gerade draußen ist. Das macht einfach keinen Sinn. Wenn sie nicht gerade draußen ist. Also ist ja, das ist ja pervers. Es ist, ja, und es ist doppelt gemoppelt. Weil, also bei Hochsommer, also gerade jetzt, ne, also Sommer 2018, Junge, da hast du ja... Da geht man auch nicht baden, hallo? Nee, da hast du da ja... Da geht man auf den Balkon. Geschwitzt nur durchs Atmen. Ja, furchtbar war das. Ja. Gut, wir wollen uns ja nicht verrennen. Wir haben noch eine Rubrik offen. Ich bin gespannt. Also und? Wieder mal, ich war ja vorhin schon gespannt, wie ein Flitzebogen, habe ich ja schon gesagt. Ja. Aber immer noch, trotzdem. Ja. Jetzt, weil ich mich so freue auf die letzte Kategorie. Ja, du freust dich. Kurz nachgefragt. Kurz nachgefragt und anscheinend hast du Fragen vorbereitet. Na, aber sowas von. Hannes. Darf ich anfangen? Willst du anfangen? Yes. Dann fang an. Geil. Und ich nehme meinen tollen Zettel, den ich vorbereitet ja, habe. Und ja. Ich halte es so, dass Basti das nicht sehen kann. Du weißt aber, ich kann nur mit gefährlichem 5 vor 12 Wissen jetzt antworten. Genau, ja, völlig richtig. Ja. Definitiv. Deswegen machen wir das ja. Die erste Frage lautet, ja. Basti, ja. Wenn du ein Lebensmittel wärst... Was ist daran lustig? Das ist eine ganz normale Frage. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du? Ich glaube, das ist tatsächlich das Erste, was mir jetzt einfällt. Ich weiß nicht, ob es die beste Antwort ist, aber tatsächlich wäre ich, glaube ich, eine Bockwurst. Eine heiße oder eine kalte? Das ist egal, weil alles okay. Hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, weißt du? Und du hast auch zwei Enden. Und ich wäre dann zweiendig. Ein zweiendiger Bockwurst. Ich wäre ein Zweiender, also. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Ja, krass. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Eine Bockwurst. Der Basti wäre gerne Bockwurst. Ja. Gut, lassen wir das vielleicht einfach so stehen. Ich mache weiter. Frage 2, Basti. Ja. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Also stell dir vor, du schläfst so schön, alles ist super und jemand würde dich wecken. Ja. Wegen einer bestimmten Sache. Meinetwegen wegen einem bestimmten Essen oder wegen einer bestimmten Aktivität oder wegen einer bestimmten irgendwas, was man sich so ausdenken kann. Ja. Wofür würdest du nachts aufstehen? Sex. Also ich weiß nicht, ob ich fast mit der Antwort gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich... Also gut, dafür kann man ja meistens auch liegen bleiben. Also, kommt drauf an. Aber ja, also ja. Okay. Ja. Hm. Also ist ja auch naheliegend. Ist naheliegend, ja. Also ist, wenn man beieinander manchmal liegt sie naheliegend, manchmal liegt sie halt woanders, aber... Manchmal ist man kurzsichtig und muss halt näher rangehen. So. Schläfst du nachts nicht mit Brille? Ich schlafe nachts mit Brille. Was? Ja, natürlich. Du schläfst nachts mit Schlafbrille? Ich kann ja sonst meine Träume nicht sehen. Ach so. Also sonst ist ja alles verschwommen. Das ich weiß ja gar nicht, was da abgeht. Ich möchte es ja wissen. Merkst du dir dadurch auch deine Träume? Naja, nee. Warum sollte ich mir denn durch die Brille? Das ist ja jetzt Käse. Ich kann mir durch die Brille kann ich mir doch die Träume nicht besser merken. Ach, aber ich bin halt nur näher dabei. Das ist 3D, richtig. Das ist, glaube ich, voll klug. Du siehst wahrscheinlich deine Träume auch richtig klar. Also die meisten Menschen sehen die ja echt verschwommen. Ich glaube auch, es gibt eine hohe Dunkelziffer von Leuten, die einfach kurzsichtig sind. Die einfach keine Brille tragen wollen. Wissen. Ja. Und dadurch hat sich der Mythos verbreitet, Träume sind immer irgendwie verschwommen, wenn du die siehst. Ja, so ist es. Ach, krass. Also das haben wir jetzt hier innerhalb von einer Minute haben wir das Rätsel auch gelöst. Das ist, weißt du, Hannes, ich glaube heute, ich werde das direkt ausprobieren. Ich werde mit Brille schlafen und gucken, ob ich endlich mal mal klar siehst. Ob ich endlich mal einen klaren Traum sehe. Ja. Scheißegal, um was es geht. Das ist so. Ja? Das habe ich mir angewöhnt. Da bin ich, weißt du, im Bett. Ja, ja. Da bin ich, da darf ich sein, da bin ich Mensch. Ja. Ist einfach schön. Und die Brille gehört zu mir. Was sagt deine Frau dazu? Nicht viel. Ich habe gesagt, ist mir doch egal. Mach du doch, was du willst. Ach, so weit seid ihr schon? Ja, so weit sind wir schon. Nach ein paar Jahren ist es so. Ja. Ja. Okay. Und ist dann eingespielt. Ja. Vielleicht ist eingespielt nur so eine Metapher. Für ja, es ist auch ein bisschen... Ist mir doch egal. Vielleicht ist es ein bisschen kurzsichtig. Ja, genau. Aber... Wahrscheinlich. Ja, man hat es nicht leicht. Dritte Frage. Ja. Ich bin gespannt. Das Basti. Ist die dritte und letzte Frage. Ja, dritte und letzte Frage bin von so mir. Ich bin gespannt. In welchem Job wärst du furchtbar? Also nicht, weil du ihn nicht mögen würdest, sondern einfach, weil du es nicht kannst. Weil ich es nicht kann. Weil du selbst von dir sagst, nee, das zählt nicht zu meinen Fähigkeiten. Zählt nicht zu meinen Fertigkeiten. Kann ich nicht. Da bin ich schlecht drin. Also... Das ist eine geile Frage, oder? Das ist echt eine Hammerfrage. Da ist mir auch
jetzt erstmal gar nichts eingeschossen. So bei den letzten zwei Fragen ist mir sofort was eingeschossen. Ja, ich war auch überrascht auf die Bockwurst, mit der hätte ich, wie gesagt, nicht gerechnet. Ja, nee, ich auch nicht. Also ich wusste ja auch nicht, was für... Das ist nochmal eine ganz andere Liga jetzt. Das ist eine ganz andere... Ich muss tatsächlich überlegen, weil ich tatsächlich... Manchmal denke ich, ich kann mich in jede Sache reinfuchsen. Ja, verstehe. Wenn ich nicht so faul wäre. Okay. Wenn ich nicht so faul wäre und vielleicht wäre es ein Job, in dem ich... In dem man nicht faul sein muss. In dem man nicht faul sein muss. Da wärst du schlecht drin. Also ich, gut, ich bin in meinem Job jetzt auch nicht faul, aber es ist, mach's mir jetzt auch noch manchmal nicht so schwer. Verstehe. Nein, ist halt tagesformabhängig, genau, wie das Baden oder vielleicht auch jahreszeitenabhängig. Das ist so, aber so ein Job, in dem du wirklich von dir selbst richtig krass irgendwelche Sachen entwickeln musst. Ja. Also, obwohl kreativ traue ich mir ja halt auch zu, ne? Also ich glaube ja, also, ne, du weißt, wir haben in einer Band gespielt, du weißt, ich habe auch schon andere Geschichten gemacht, ich habe viel Theater gespielt und Zeugs geschrieben. Ja, weiß ich. Aber so ein Job, in dem ich richtig schlecht wäre. Ich bin da anders rangegangen, vielleicht hilft dir das. Ja. Und zwar, was ich ganz schlecht kann, ist schätzen. Schätzen. Und das gilt für sämtliche Bereiche. Ja. Also ich kann schlecht Entfernungen schätzen beispielsweise. Ja. Ich kann auch ganz schlecht irgendwie so, es gibt auch manchmal so Gewinnspiele, wo es dann heißt, schätzen Sie, wie viele gelbe Bälle passen in diesen, Mazda 3. Weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. 5. Ja. Das ist meistens falsch. Der ist auch ein Mazda 3. Genau. Aber also weißt du, da gibt es ganz viele Schätzfragen. Ja, also Schätzen ist auch so. Das ist bei mir. Oder wie gesagt, bei so Entfernung oder so, da bin ich ganz schlecht. Das kann ich nicht. Bei mir immer Entfernung, so eine, Geld, alles, das kann ich nicht schätzen. So eine 50-50-Chance. Ich glaube, Sachen so auch. Ich glaube auch, wenn es. Ich glaube, ich wäre schlecht, so was so vielleicht auch Glücksspiel angeht. Wenn ich jetzt so ein Glücksspieler wäre, ich glaube, ich würde mich. Aber die müssen auch davon leben. Ich glaube, ich würde mich ziemlich verzocken. Vielleicht auch. Also nicht, dass ich jetzt ein Spieler bin, aber ich. Gut, ich glaube auch, ich könnte es mir wieder antrainieren, im richtigen Moment auszusteigen. Aber du wärst dann zu sehr drin. Ich wäre vielleicht... Das ist wie beim Munchkin. Du bist zu sehr drin. Du bist zu sehr drin. Und wenn vielleicht beim Pokern. Vielleicht professionelle Pokerspiele. Vielleicht auch... Aber vielleicht könnte ich das auch lernen. Ich weiß es nicht. Mir fehlt gerade... Du kannst doch nicht alles lernen. Jetzt hör doch auf. Nee, aber... Also vielleicht ist es auch so, was so Geld... Also, so im wirtschaftlichen Bereich. Ja. So... Oder Sachen auf Schwarzen, meinte ich eigentlich. Verstehe. Also so ein Gebrauchtwagenhändler vielleicht. Ja, oder vielleicht stell dir vor, du würdest bei einer großen Kreuzfahrtschiffskette arbeiten und müsstest den Reisen verkaufen beispielsweise, so am Telefon. Ja. Mensch, Frau Müller, Sie müssen unbedingt in den Malediven. Also, ist das schön da? Also toll, mit Palmen und so. Ich glaube, ich könnte, also diese Verkaufsgeschichten könnte ich nur unter einer Prämisse, nämlich wenn mir vorher bewusst ist, dass das vielleicht eine Rolle ist, dass ich die spiele. Okay. Ne, du weißt, ich habe ein bisschen Theater gespielt aber, und wenn ich wenn ich auf der Bühne stehe oder so weiter und ich weiß, ich spiele eine Rolle und ich spiele jetzt hier gerade einen Anlagen, einen Gebrauchtwagenhändler, Verkäufer, irgendwie sowas, dann könnte ich das. Aber ich glaube, im richtigen Leben wäre ich wäre da einfach nicht überzeugt von so einem Scheiß. Ja. Und deswegen glaube ich, könnte ich es nicht. Okay. Nur wenn ich mir vorstelle, ey, komm, du machst jetzt diesen Job, aber stell dir halt vor, du spielst eine Rolle. Ja. Also ich würde den nicht aus Überzeugung machen, deswegen glaube ich, könnte ich es nicht. Das verstehe ich. Ich glaube, das ist so die Antwort, die ich dir jetzt gerade, die am nächsten dran ist, geben könnte. Sehr schön. Ich bin total zufrieden. Ja. So Sachen verkaufen. Vielen Dank dafür. Okay. Das waren meine drei Fragen. Das waren deine drei Fragen. So, jetzt und krass, oder? Das ist krass. Ja. Also, die letzte Frage, die hat mich gerade völlig aus meinem Flow gekickt. Ja. Ne? Also völlig. So ist es manchmal. Völlig. Aber gut. Vielleicht kommst du wieder reingeflowt. Du hast mir auch ein bisschen geholfen, so. Alles klar. Drei Fragen jetzt an dich. Oh Mann. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, das war schon die erste Frage. Mhm. Zweite Frage. Sorry, ich habe den echt lange vorbereitet. Du hast wahrscheinlich extra mit auf deinen Zettel rausgeschrieben. So kurz fluffig jetzt rüberkommen. Genau. So, ich habe mich so drauf gefreut. Tatsächlich, auf etwas anderes habe ich mich mehr gefreut als auf diese Frage. Der sei dir gegönnt. Das ist in Ordnung. Okay, pass auf. Jetzt kommt eine krassere Frage. Mhm. Vielleicht wird sie auch ein bisschen persönlich. Schauen wir mal. Pass auf. Hannes. Ja. Was hat sich für dich
nach der Geburt deines Sohnes verändert. Die ist ja ein paar Monate her. Ja. Wie nimmst du dich jetzt selbst wahr? Wie nehme ich mich selbst wahr? Das ist eine sehr philosophische und auch teilweise pädagogische Frage. Ja, aber ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass du das auch gerne machst. Du glaubst da fest an mich. Ja, ich glaube da fest an dich. Das ist richtig. Was hat mich, also, wie nehme ich mich jetzt wahr? Also es gibt natürlich einige Sachen, die sich im Alltag tatsächlich verändert haben. Und das sind nicht so, nicht vorrangig die Sachen, die man sofort parat hat. Ja. Also natürlich haben sich durch die Geburt meines Sohnes sich Sachen verändert, beispielsweise was den Schlafrhythmus angeht, was aber natürlich auch die Tagesgestaltung angeht. Und dass man natürlich bestimmte Sachen einfach ändern muss. Das sind teilweise sehr, sehr triviale Sachen. Beispielsweise muss man natürlich die Wohnung dann irgendwie kindersicher machen und so. Was sie natürlich vorher überhaupt nicht war, weil meine Frau überall Töne stellt, aber das sei hier vielleicht nur mal so am Rande. Das als Fußnote. Was stellt sie überall hin? Tünif. Tünif, ja. Ah, ja. Okay. Ja. Tünif. Tünif. Also so Sachen, die haben halt, deren einziger Zweck ist halt Dekoration. Ja, oder im Weg rumzustehen. Genau, am besten beides. Ja, okay. Ja. Also es sieht einfach gut aus, was bei uns im Weg rumsteht. Ja. Ja. Tünif. Ja, das findet sie gut. Finde ich gut. Und das ist natürlich relativ klar, aber Sachen, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht so hat, ist, dass ich mich beispielsweise nochmal mehr freue, nach Hause zu fahren. Beispielsweise von der Arbeit. Du hast ja auch schon einen längeren Weg. Ich habe einen längeren Weg und es sind bei so ungefähr 40 Minuten, dreiviertel Stunde und ich freue mich richtig sozusagen, wenn ich endlich Feierabend machen kann, obwohl ich meine Arbeit auch genieße und da gerne bin, freue ich mich richtig, nach Hause zu kommen zu meiner Frau und zu meinem Kind. Schön. Das ist eine schöne klassische Vorstellung. Schöne klassische Vorstellung und man fühlt sich auch sofort verantwortlich. Ja. Man könnte sagen, es ist kurzsichtig, aber nein, es gibt auch es ist langsichtig. Es ist auch wirklich, es gibt sowas auch. Ja, ne? das gibt es. Das weiß ich bei dir. Also das kaufe ich dir auch ab. Schön. Ja, so ist es. Als Vater. Ja. Wie nimmst du dich, also ich weiß nicht, ob du jetzt schon ein bisschen drauf eingehst, wie nimmst du dich selbst wahr? Wie nehme ich mich selbst wahr? Das war die Sache, die ich, also man fühlt sich sofort verantwortlich für den Kleinen. Ja. Also ab dem Punkt der Geburt, spätestens da denkst du, Mensch, wir sind jetzt die beiden, also die Eltern sind jetzt die Bezugspersonen und die Verantwortlichen für dich. Ja. Und tatsächlich ist es so. Es ist, wie gesagt, klingt vielleicht auch dann vielleicht ein bisschen ausgelutscht, aber so ist es tatsächlich und so empfinde ich auch. Wir sind jetzt verantwortlich für dieses Kind und das ist halt alles, was es gerade braucht. Ja. Ja. Und deswegen ist man das bestmögliche Vorbild, was man für dieses Kind sein kann. Ja. Und strengt sich natürlich an und will auch, dass das Kind von Anfang an ja gut behütet, gut umsorgt und aber auch gut gebildet wird. Ja, es entwickelt sich so automatisch wirklich das kommt so. Eine Verantwortung, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe ja selbst keine Kinder, zumindest wissentlich nicht. Ja, du wissentlich nicht. Genau, wir warten auf das Schreiben vom Amt. Ja, genau, oder die Schreiben. Aber es entwickelt sich, glaube ich, ne? Also es entwickelt sich. Das ist, du bist da auf einmal jemand komplett anderes, aber du nimmst auf einmal eine Aufgabe wahr, von der du vorher nicht gedacht hast, wie du sie ausfüllen kannst, glaube ich. Weil weil es ja auch keine klassische Rollenbeschreibung eines Vaters gibt. Also jeder nimmt das ja auch anders wahr. Ja. Und das ist aber tatsächlich ab dem Zeitpunkt der Geburt, bist du es einfach. Ja. Du kannst auch nichts gegen machen. Ja. Also du bist dann Vater. Ja. Ja. Du bist auch voll für das Kind da, du wirst wahrscheinlich alles für das Kind tun. Du bist immer wach, sozusagen, wenn er sich meldet. Ja. Du bist auch immer da, wenn die Windeln gewechselt werden müssen. Du bist natürlich auch immer da, wenn das Kind lacht, wenn es irgendwie bespaßt werden will. Ja. Du bist halt einfach präsent, ja. 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 Und das stellt sich gar nicht die Frage, warum oder Mensch, jetzt habe ich keine Lust oder so. Und das ist halt einfach so. Also das ist relativ kurzsichtig, tatsächlich sehr unreflektiert, aber das ist halt einfach so. Das ist wahrscheinlich... Von mir heraus, von innen. Ja. Ja. Ich würde sagen, es heißt Biologie. Das kann sein. Und Chemie wahrscheinlich. Das auch noch. Da werden wahrscheinlich irgendwelche Stoffe ausgeschüttet. Ja. Beiderseits. Beiderseits. Ja. Man schüttet sich so gegenseitig Stoffe zu. Man schüttet sich so gegenseitig zu. Ein Wechselspiel der Stoffzuschüttung. Ja. Quasi. Ein Stoffwechsel quasi. Das ist ein Stoffwechsel, ganz kurzsichtig. Klassischer Stoffwechsel. Ein klassischer Stoffwechsel. Definitiv. Ja, so ist es als Vater. Ja. Schön. Schön, Hannes. Tja. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Ja. Zu einer wirklich wichtigen Frage. Oha. Ja. Pass auf.
Wie fandest du unseren ersten Podcast-Versuch? Unseren ersten Podcast-Versuch? Ja. Das ist spannend. Und es ist auch clever, dass du das jetzt sozusagen einbringst. Ja, ist auch der Abschluss ersten, quasi. Unseren ersten Podcast-Versuch, tatsächlich. Ich bin sehr zufrieden. Nicht nur mit mir, sondern natürlich auch mit uns. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube auch, die Kategorien machen durchaus Sinn. Und ich freue mich tatsächlich auf die nächste Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch motiviert, dort weiter zu recherchieren und natürlich unseren Zuhörern auch immer wieder neue Sachen sozusagen an die Hand mitzugeben. Natürlich ist das hauptsächlich hier ein Comedy-Podcast. Also wir machen uns natürlich, du hast es schon erwähnt, das ist alles relativ oberflächlich recherchiert, was wir hier sagen. Und auch ganz viel subjektiv, aber das soll es auch sein. Ja. Es ist wie in der Kneipe sitzen und ja, Gespräche. Nur ohne Kneipe. Also genau, also wir sitzen ja auch jetzt gerade nicht mit Wasser da. Ne? Ach so, ja. Wir mussten auch schon fünfmal unterbrechen. Ich meine, das hört man jetzt nicht, weil es natürlich zusammengeschnitten. Das schneiden wir raus. Wir müssen fünfmal unterbrechen, weil ich pinkeln muss. Ja. So. Das ist aber ja dein Problem. Das ist mein Problem, aber das werden die Zuschauer nicht mitkriegen. Ja. Gut, jetzt die Zuschauer, die wir vielleicht mal haben werden. Ja, vielleicht. Ja, also die zwei, die uns jetzt. Wie gesagt, uns kennt ja noch kein Schwein. Ist richtig, noch nicht. Wie hat es dir denn gefallen? Ich fand's locker. Locker, flockig. Locker, flockig. Einfach so, aus dem Handgelenk geschüttelt. Kurzsichtig, aber trotzdem weit genug, um vielleicht Leute damit zu unterhalten. Und wenn nicht, dann unterhalten wir uns selbst damit, weil das, finde ich, hat heute ganz gut funktioniert und hat vielleicht gemerkt, dass wir uns auch nicht erst seit gestern kennen. Ja? Also wir standen ja schon mal auf einer Bühne zusammen und haben... Das ist richtig. Uns nicht nur auf einer, also es waren ja... Es waren ja mehrere und haben uns gegenseitig an die Wand moderiert. Genau, so. Das können wir ziemlich gut. Ja. Und wenn gar nichts hilft, dann abonnieren wir für uns und abonnieren wir uns vielleicht gegenseitig einfach. Dann haben wir schon mal zwei. Zwei. Ja. Zwei ist fast eine Party. Zwei ist fast eine Party. Also so. Zwei ist ein Team, ne? Zwei ist ein Team. Ja. Ein Tech-Team. Ja, Tech-Team. Ja. Ja, vielleicht belassen wir es dabei. Schön, ich freue mich auf die nächste Folge, Basti. Ich freue mich auch und ich bedanke mich bei dir, Hannes, dass du in meine Höhle der Zweiräumigkeit gekommen bist. Sehr gern. Und wenn du möchtest, Hannes, dann kannst du nachher auch noch duschen gehen oder baden. Es ist beides zur Auswahl. Ja, das mache ich sehr gerne. Cool. Ja, und ich sag mal, tschüss. Ja, tschüss.